Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem Webinar Energiekostenzuschuss, das wir jetzt schon in der zweiten Ausgabe haben, begrüßen. Mein Name ist Ralf Kronberger, ich bin Leiter der Abteilung Finanz- und Steuerpolitik. Wegen der hohen Energiekosten stehen viele heimische Betriebe vor enormen Herausforderungen. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde Ende September von der Regierung der Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert. Vom 7. November bis zum 28. November war die Vorregistrierung für einen Förderantrag auf der AWS-Website möglich. Und das haben über 80.000 Unternehmen auch genutzt und gemacht. Im heute knapp 60-minütigen Webinar wird Herr Magister Wolfgang Schönecker, zuständiger Abteilungsleiter in der Austria Wirtschaftsservice, der nun nach Veröffentlichung der Richtlinie zum Energiekostenzuschuss vertiefenden Informationen geben kann, was bei der Antrageinreichung zu beachten ist. Wir hatten ja schon mal am 18. Oktober ein erstes Einführungswebinar, wo wir in groben Zügen informiert haben. Dieses Webinar ist als eine Vertiefung zu betrachten und wir haben es diesmal auch mit einer endgültigen Richtlinie zu tun. Sollte nach der Präsentation einer Ihrer Fragen unbeantwortet bleiben, gibt es die Möglichkeit, über elektronische Eingabe Fragen zu stellen. Wir haben auch schon vorab zahlreiche Fragen bekommen, die wir so gut es natürlich in der verfügbaren Zeit geht, auch versuchen zu beantworten. Auch werden die FAQ zum Energiekostenzuschuss laufend durch die AWS erweitert, die dann auch auf der Website der AWS einsehbar sind. Ja, bevor wir dann mit der Präsentation starten, verbleibt mir nur noch zu sagen, dass wir davon ausgehen, dass der Energiekostenzuschuss in einer Verlängerung mit noch besseren Bedingungen geht. Auch dies vor dem Hintergrund, dass die heimische Wirtschaft wettbewerbsfähig im Vergleich zu Deutschland bleibt, die ja sehr massive Unterstützungsmaßnahmen im Energiebereich unternommen hat. Und ich darf jetzt an den Herrn Schönecker übergeben, dass er mit der Präsentation zum Energiekostenzuschuss beginnt. Dankeschön. Danke, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke, Dr. Kronberger, für die Einleitung. Ja, ich darf Sie eben herzlich begrüßen für zu diesem Webinar zum Energiekostenzuschuss und werde jetzt versuchen, in einer komprimierten Form in den nächsten 40 Minuten dieses Programm ein bisschen zu erläutern, sodass da die Unklarheiten, die da möglicherweise bestehen, weil die Komplexität doch recht hoch sind, sich weitgehend klären lassen. So, Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Als erstes haben wir mal den Zeitraum da stehen, das heißt, die Kosten, die bezuschusst werden können, laufen von Februar, also von 1. Februar bis Ende September 2022. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, energieintensive Unternehmen in der Energiekrise zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Und zwar indem wir eben diese Preissteigerungen, die ja die meisten von uns jetzt wirklich am eigenen Leib spüren, teilweise abfedern, und zwar in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Da meine relativ kleine Fußnote zu dem Thema energieintensive Unternehmen, also das war ursprünglich die Ausgangshypothese, hat sich dann ein bisschen abgeschwächt, indem es geheißen hat, Unternehmen, die einen Umsatz von nicht mehr als 700.000 Euro haben, die müssen diese Energieintensität nicht nachweisen. Dieser Hinweis kommt eh dann an mehreren Stellen auch noch. Aber da am Anfang möchte ich es gleich einmal erwähnen. Wer kann diese Förderung beantragen? Unterstützt werden, wie gesagt, mit der Einschränkung energieintensive Unternehmen, und zwar gewerbliche, industrielle und gemeinnützige aller Größen und grundsätzlich auch aller Branchen, ausgenommen einiger ausgeschlossener Sektoren. Die sehen Sie dann gleich am Ende dieser Folie in der Fußnote, das wird dann gleich eingeblendet. Und was fördern wir? Die Mehrkosten für angeschaffte und verbrauchte Energie, also das ist einmal wichtig, die Mehrkosten, also Kosten, die sich aus einer Preissteigerung ergeben haben, und zwar in diesem schon erwähnten Zeitraum von 1. Februar bis 30. September 2022. Und die Energiearten, die wir da
fördern können mit dem Programm, sind Erdgas, Strom und Treibstoffe. Also das sind die drei Energiearten und es ist oder allen ist bewusst, dass es da noch viel mehr und eine sehr vielfältige Anzahl an Energiearten gibt. Aber diese drei, die von der Größenordnung natürlich schon recht gewichtig sind, wurden dafür herausgegriffen. Und da unten haben wir jetzt noch kurz stehen die Unternehmen, die zu ausgeschlossenen Sektoren gehören. Das sage ich da jetzt nicht an dieser Stelle nicht. Das brauchen Sie jetzt auch nicht so genau mitschauen. Das kommt dann auf einer separaten Folie nochmals. Zuerst fangen wir mal an, nicht wer ist ausgeschlossen, sondern wer ist förderungsfähig, also wer kann diesen Antrag stellen. Wie gesagt, grundsätzlich einmal gewerbliche und industrielle Unternehmen, sehr gut gekennzeichnet einmal dadurch, also durch diese Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer. Weiters sind die konzessionierten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs förderungsfähig, die wurden separat hinzugenommen, weil die in die erste Gruppe nicht von vornherein hineinfallen und gemeint sind da in erster Linie die Seilbahngesellschaften. Und letztlich dann noch die gemeinnützigen Rechtsträger, wie vorhin auch kurz erwähnt, allerdings mit dem Zusatz oder mit der Einschränkung mit ihren unternehmerischen Tätigkeiten. Das heißt zum Beispiel Vereine, die zu den gemeinnützigen Rechtsträgern zählen können, die sind allerdings nur mit den unternehmerischen Tätigkeiten dann auch förderungsfähig. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Unternehmen schon besteht. Also ganz neue Neugründungen sind nicht eingeschlossen. Unternehmen müssen, um einen generellen Zugang zu haben, bis zum Jahr 2020, also vor dem 1. Jänner 2021, gegründet worden sein. Für die Basisstufe, das ist die Stufe, in die die meisten Unternehmen wohl hineinfallen werden, weil sie doch einen Zuschuss bis 400.000 Euro erlauben. Für die Basisstufe reicht eine Gründung vor dem 01.01.2022, also da können auch Neugründungen im Jahr 2021 gefördert werden, auch das allerdings unter gewissen Voraussetzungen. Dann haben wir noch das Kriterium der Energieintensität, wird dann auch nachher noch einmal genauer erklärt. Jeweils dann mit dem Zusatz, Umsatz bis 700.000 Euro ist von der Energieintensität dann nicht umfasst. Und dann ist das letzte Kriterium noch, dass das Unternehmen eine Betriebsstätte in Österreich haben muss. Der Großteil werden ohnehin österreichische Unternehmen sein. So, jetzt kommen wir zu einer relativ doch auch umfangreichen Gruppe nicht förderungsfähiger Unternehmen. Da gehören in erster Linie mal dazu die Gebietskörperschaften und deren Betriebe. Dann haben wir eine Gruppe von Unternehmen, die auf der sogenannten S13-Liste der staatlichen Unternehmen stehen. Die sind einmal grundsätzlich zwar ausgeschlossen, von diesem Ausschluss gibt es aber dann auch wieder eine Ausnahme. Und diese Ausnahme betrifft die Unternehmen, die zwar im staatlichen Eigentum stehen und auf dieser S13-Liste stehen, jedoch am Markt im Wettbewerb tätig sind und keine Erbringung hoheitlicher Tätigkeiten ausüben. Also das heißt, Unternehmen, die im Wettbewerb stehen und keine hoheitlichen Tätigkeiten erbringen, die können dann doch auch wieder eine Förderung einreichen. Dann haben wir eine Gruppe, die ich vorhin ganz kurz schon angerissen habe. Hier kommt es jetzt nochmal im Detail und klarer aufgelistet, nämlich die Gruppe der ausgeschlossenen Branchen. Da hat also die Politik die Meinung vertreten, dass einige Unternehmen von dieser Förderung eben nicht profitieren sollen. Das sind einmal energieproduzierende Unternehmen, dann die mineralölverarbeitenden Unternehmen beziehungsweise auch Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Unterbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang, weiters die Banken und das sonstige Finanzierungswesen, das Versicherungswesen, Realitätenwesen und die land- und forstwirtschaftliche Urproduktion. Dabei würde ich jetzt mal belassen. Fragen kommen wahrscheinlich in dem Zusammenhang dann im Nachgang. Eine habe ich schon gesehen, das werden wir dann separat am besten behandeln. Die Neugründungen haben wir schon erwähnt, da brauche ich jetzt nicht nochmal darauf eingehen. Vereine ohne unternehmerische Tätigkeiten sind ebenfalls ausgeschlossen, also im Umkehrschluss zu der Zulassung von
Vereinen oder gemeinnützigen Unternehmen, die unternehmerische Tätigkeiten haben, sind Vereine ohne unternehmerische Tätigkeiten ausgeschlossen und dann letztlich noch politische Parteien und Unternehmen in deren Eigentum. Das war mal die eine Gruppe. Und dann haben wir noch eine zweite Gruppe, die dann vielleicht doch eine größere Zahl an Unternehmen betrifft, nämlich verkammerte und nicht verkammerte Freiberufe. Und da haben wir auch eine Liste, allerdings nur eine exemplarische Liste. Also letztendlich können da auch mehrere Unternehmen noch drüber zählen. Aber wesentlich zu nennen sind da zum Beispiel Apothekerinnen und Ärztinnen, Architektinnen, Wirtschaftstreuhänderinnen und Steuerberaterinnen, Notarinnen. Ja, also doch eine ganz beachtliche Gruppe an ausgeschlossenen Berufsgruppen. Weiters haben wir dann noch Ausschlusskriterien dann, wenn gegen das Unternehmen oder gegen einen geschäftsführenden Gesellschafter ein Insolvenzverfahren anhängig ist. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also wenn kürzlich ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder eben dieses noch nicht abgeschlossen ist, dann kann ein solches Unternehmen, auch wenn es derzeit noch eine Fortführung gibt, ebenfalls keinen Antrag oder keine Förderung erhalten. Dann gibt es noch eine Aufzählung in der Richtlinie zu definierten Gesetzesverstößen. Das bitte separat zu studieren. Und Unternehmen, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, sind von dieser Förderung auch nicht umfasst. So, ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Kriterium in dieser Richtlinie ist also dieses Thema der Energieintensität, dass eben, wie es hier in der orangen Schrift steht, Unternehmen, die bis zu 700.000 Euro Umsatz haben, nicht tangiert, aber alle, die über 700.000 Euro Umsatz liegen, und das wird doch eine große Gruppe sein, für die gilt die Voraussetzung der Energieintensität. Was ist das jetzt? Die Formel bzw. die Definition ist ganz einfach. Energiekosten im Unternehmen müssen sich auf 3% des Produktionswertes belaufen. Das heißt, als energieintensiv wurden Unternehmen erachtet, die eine 3%ige Energieintensität haben. Das heißt eben, deren Energiekosten 3% des Produktionswertes ausmachen. Was haben wir da jetzt in dieser Formel also für Komponenten? Die erste Komponente sind einmal die Energie- und Strombeschaffungskosten, also Energiekosten oder Energie- und Strombeschaffungskosten. Und dazu zählen alle Kosten, die für die Beschaffung der Energie oder die Gewinnung der Energie im Betrieb anfallen. Die Energiekostenarten, dazu gibt es eine Beilage in der Richtlinie, was da alles dazu zählt. Da zählt wirklich sehr viel dazu. Auf jeden Fall natürlich einmal Strom und Erdgas, das sind auch die förderungsfähigen Kosten. Dann aber auch alles, zum Beispiel Pellets und sonstige Gasförderungen, sonstiger Gasverbrauch. Wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang sind die Kosten für Fahrzeugtreibstoffe. Die zählen dann zu den Energiekosten, wenn das Unternehmen einen Antrag in der Basisstufe stellen möchte. Und wie schon erwähnt, werden das ohnehin die meisten Unternehmen sein, nämlich die bis 400.000 Euro Umsatzzuschuss beantragen möchten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, Unternehmen, die mehr als diese 400.000 Euro Zuschuss beantragen möchten, weil sie eben eine höhere Preissteigerung oder höhere Kostensteigerung erlitten haben, die dürfen für die Feststellung der Energieintensität die Fahrzeugtreibstoffe nicht dazu rechnen. So, also das war mal zum Punkt Energiekosten. Und jetzt der zweite Punkt, der jetzt auch nicht so ganz unproblematisch ist oder in der Ermittlung jetzt auch eine gewisse Komplexität birgt, ist der Produktionswert. Was ist das? Ausgangswert für den Produktionswert ist der Umsatz. Das heißt, das Unternehmen schaut sich an, was hat es für einen Umsatz. Wie gesagt, es gilt immer es gilt jedenfalls immer der letztverfügbare Jahresabschluss auch für diesen Produktionswert. Und wir gehen also vom Umsatz aus.
zählen die an den Preis des Erzeugnisses geknüpften Subventionen dazu. Da wird es allerdings nicht viele geben, also das ist eher eine Nischenregelung. Und dann müssen wir uns noch die Vorratsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie Handelswaren ansehen. Das heißt, je nach Vorratsveränderung muss man den Umsatz noch erhöhen oder eben entsprechend reduzieren. Und dann gibt es noch die Regelung, die in erster Linie für den Handel gedacht ist, dass Käufe von Waren und Dienstleistungen zum Wiederverkauf, also landläufig sind damit die Handelswaren gemeint, dass wir diese Käufe, sprich den Wareneinsatz, dafür vom Produktionswert abziehen können oder sollen oder dürfen, um Handelswaren, die ja traditionell eine sehr geringe Spanne haben, um bei denen eine erleichterte Berechnung für die Energieintensität herstellen zu können. Also bei den Handelsbetrieben sind die Energiekosten aufgrund sehr hoher Umsätze ja eher gering prozentuell, aber dort gibt es eben die Erleichterung, dass man den Handelswareneinsatz vom Umsatz abziehen kann, um einen geringeren Produktionswert zu haben und dadurch eher die Chance, energieintensiv zu sein. Ja, da steht es nochmal schwarz auf weiß. Wie stellen wir das fest? Also auf Basis welcher Unterlagen es ist der Jahresabschluss 2021 heranzuziehen. Wenn es den noch nicht gibt, dann den letzten verfügbaren Jahresabschluss. Einnahmen-Ausgabenrechner erhalten eine einfachere Berechnung und als weitere Erleichterung oder gewisse Anpassung oder Berücksichtigung der aktuellen Situation kann in der Stufe 1, also das ist dann auch wieder die Basisstufe, können auch die Werte von Februar bis September 2022 herangezogen werden, wo ja die Energiekosten in vielen Fällen dann schon einen etwas höheren Stellenwert einnehmen als im Jahr 2021 noch. Da haben wir jetzt einen Überblick, wie die Förderungsstufen aufgebaut sind. Die Anspruchsberechtigung ermitteln wir so, indem man, wie gesagt, zuerst einmal sich anschaut, ist das Unternehmen energieintensiv oder nicht. Da eben der Zwischenschritt, ist der Umsatz größer als 700.000 Euro oder nicht. Wenn er nicht größer ist, dann ist alles in Ordnung, dann kann der Antrag auf jeden Fall schon mal gestellt werden. Wenn er größer ist, muss man sich eben die Energieintensität ansehen. Und dann haben wir auf der rechten Seite jetzt erwähnt, erstmals diese vier Stufen, in denen der Zuschuss auch vergeben werden kann. Wir haben die Basisstufe, die geht bis 400.000 Euro. Und dann haben wir drei sogenannte Berechnungsstufen. Stufe 2, 3 und 4 sind also jetzt die Berechnungsstufen. Die haben eine andere Ermittlung der Förderungshöhe. Und da haben wir die Berechnungsstufe 2, die geht bis 2 Millionen Euro. Die Stufe 3 bis 25 Millionen Euro und die Stufe 4 bis 50 Millionen Euro. Es gibt auch eine Untergrenze, beziehungsweise zu jeder Stufe gibt es eine Untergrenze. Für die Basisstufe und für die Berechnungsstufe 2 haben wir jeweils eine Untergrenze von 2.000 Euro. Die Stufe 3 hat dann eine Untergrenze von 2 Millionen Euro, damit es keine Überschneidung mit der Stufe 2 gibt. Und genauso hat die Stufe 4 eine Untergrenze von 25 Millionen Euro, weil dort die Stufe 3 endet. Eine wesentliche Unterscheidung zwischen Basisstufe und diesen drei Berechnungsstufen ist dann auch, welche Energieart gefördert werden kann. Also bei der Basisstufe können wir, wie Sie da in dem blauen Kästchen sehen, Strom, Erdgas und Treibstoffe fördern. Hingegen können wir bei der Berechnungsstufe, also bei den Stufen 2, 3 und 4, nur die Energiearten Strom und Erdgas fördern. Und die Ermittlung der Preiserhöhung ist auch eine unterschiedliche bei diesen beiden Varianten. Bei der Basisstufe können wir
jede Preiserhöhung ab dem 1. Cent heranziehen. In den Stufen 2, 3 und 4 gilt die Preiserhöhung erst ab dann, also gilt es erst ab dann als Preiserhöhung, wenn zumindest das Doppelte des Vorjahrespreises als Preis für das Jahr 2022 anzusetzen ist. Hier haben wir nochmal eine grafische Darstellung dieser vier Förderungsstufen. Kann man sich vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. In der Basisstufe bzw. Stufe 1 haben wir eine Förderung von Treibstoffen Erdgas und Strom. Also wichtig ist dort, dass die Treibstoffe auch dabei sind. Und die Förderhöhe haben wir da jetzt auch erstmals erwähnt, nämlich wir ermitteln die Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2021 und davon sind 30% die Förderungsintensität bzw. die Förderungsquote. Also 30% dieser Mehrkosten werden dann tatsächlich gefördert. In der Stufe 2 sind es ebenfalls 30%, wobei die Voraussetzung, wie ich vorhin jetzt auch schon kurz gesagt habe, eine Verdoppelung der Gas- und Strompreise ist. Treibstoff kommt ja hier nicht mehr zum Tragen. In der Stufe 3 gilt auch Strom und Gas. Auch dort ist die Verdoppelung der Gas- und Strompreise die Voraussetzung und die Förderhöhe ist dort allerdings schon 50%, also eine höhere Förderungsintensität, Untergrenze allerdings 2 Millionen Euro und die Obergrenze 25 Millionen Euro. Und eine zusätzliche Voraussetzung ist dort, dass das Unternehmen im Jahr 2022 beziehungsweise im Förderungszeitraum, also von Februar bis September 2022, auch Monatsverluste erlitten hat. Nur dann kommt diese Stufe 3 zur Anwendung. Der Hintergrund dafür ist, dass dort Unternehmen gefördert werden sollen, die eben durch diese Preiserhöhung Verluste erlitten haben. Und in der Stufe 4 gilt grundsätzlich die gleiche Herangehensweise wie in der Stufe 3. Allerdings gilt diese Stufe 4 dann nur für speziell ausgewählte Branchen. Das ist dann wirklich nur mehr ein Nischenprogramm. Förderungen sind dort ab 25 Millionen Euro möglich, bis 50 Millionen Euro. Und die Förderungsintensität, also die Zuschusshöhe, beträgt dort dann schon 70% der Mehrkosten für Gas und Strom. Da haben wir jetzt noch eine Folie, wie wir vielleicht ein bisschen schrittweise veranschaulichen können, wie diese Förderung auch ermittelt wird. Bei Antragstellung auf unserem Fördermanager, also auf dem Fördermanager der Austria Wirtschaftsservice, ist auszuwählen, welche Förderungsstufe beantragt werden soll, also entweder eben die Basisstufe oder eine der Berechnungsstufen. Ganz wichtig ist, eine Kombination mehrerer Stufen ist nicht möglich. Das heißt, man kann nicht beispielsweise für Treibstoff die Basisstufe beantragen und dann für Strom und Gas die Berechnungsstufen. Das heißt, es gibt nur einen Antrag, in dem man sich für eine dieser vier Stufen entscheiden muss und die ist es dann. Die Untergrenze, hier haben wir jetzt die Basisstufe, die Berechnung für die Basisstufe abgebildet. Noch einmal Untergrenze eben 2.000 Euro und die Obergrenze 400.000 Euro. Wobei hier auch erstmals der Zusatz erwähnt wird, dass für die Obergrenze verbundene Unternehmen zusammengerechnet werden. Die Definition der verbundenen Unternehmen kommt dann noch, aber wichtig ist die Information, also Unternehmen, die zu einer Unternehmensgruppe gehören. Da muss zwar jedes Unternehmen einzeln einen Antrag stellen oder kann einen Antrag stellen. Wenn diese Anträge einzeln gestellt werden, dann ist aber zu berücksichtigen, dass die einzelnen Obergrenzen für die ganze Gruppe zu beachten sind. Die Förderhöhe, da steht da jetzt noch ein bisschen überblicksartig festzustellen durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bilanzbuchhalter. Also das stimmt in dieser
Ja, in dieser oberflächlichen Form nicht ganz, was die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Bilanzbuchhalter feststellen sollen und feststellen werden, ist jetzt nicht de facto die Förderhöhe, sondern letztlich der Verbrauch und die Preissteigerungen. Und 30% dieser festgestellten Mehrkosten können dann eben zur Förderung beantragt werden. Die Berechnungsformel, die setzt sich jetzt so zusammen, oder die stellt sich so dar: Wir nehmen den Preisanstieg, also den Anstieg von 2021 auf 2022, multiplizieren den mit dem Verbrauch im Förderungszeitraum, also Februar 2022 bis September 2022, und das wird dann noch mit 30% multipliziert, und so ergibt sich dann der Zuschuss. Am Fördermanager müssen Sie diese Berechnung dann nicht selbst durchführen, da wird das meiste dann ohnehin von dem Einreichtool gemacht, also natürlich insbesondere die Multiplikation mit 30%, aber das ist eh noch der leichteste Schritt dabei. Aber auch für Preisanstieg und Verbrauch im Förderungszeitraum gibt es da Hilfen, was man jetzt da genau eingeben muss, damit man letztlich zum richtigen Antrag kommt. Hier jetzt trotzdem, damit man es auch intern nachrechnen kann, beziehungsweise manche Berechnungen sind dann doch auch individuell von Ihnen, also von der Antragstellerin oder dann von der Steuerberatung vorzunehmen. Also das erste ist einmal der Durchschnittspreis. Wie ermittle ich jetzt meinen Durchschnittspreis, also meinen Vergleichspreis aus dem Jahr 2021? Dafür nehme ich die Kosten des Jahres 2021. Und dafür ist es wichtig, dass ich jetzt nicht die ganzen Kosten für Energie heranziehen kann. Ich nehme jetzt als Beispiel mal vereinfachend den Strom, sondern ich darf nur den Arbeitspreis, also den sogenannten verbrauchsabhängigen Preis heranziehen. Auf den meisten oder grundsätzlich müsste sich oder muss sich der auf den Rechnungen des Energieversorgers auch finden. Also wir nehmen die Kosten 2021 für den Arbeitspreis und dividieren das durch die verbrauchte Menge 2021, und dadurch ergibt sich dann der Durchschnittspreis 2021 eben in Cent pro Kilowattstunde. Das ist einmal der erste Schritt. Als zweiten Schritt müssen wir jetzt den Durchschnittspreis für das Jahr 2022 ermitteln. Da gehen wir natürlich genau gleich vor. Das heißt, wir nehmen die Kosten 2022, wobei die Einschränkung ist nur von Februar bis September, und dividieren das auch durch die verbrauchte Menge im Jahr 2022, also Kosten 2022 durch verbrauchte Menge. Wobei wir, Sie sehen da jetzt eine Aufteilung in zwei Spalten. Das heißt, wir haben einerseits da einen Berechnungsmodus und andererseits einen sogenannten Hochrechnungsmodus. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil es gibt auch die Berechnungsstufe. Damit hat das aber jetzt in dem Fall leider nichts zu tun, sondern wir befinden uns nach wie vor in der Basisstufe, haben aber in der Basisstufe die Möglichkeit, den Stromverbrauch entweder zu berechnen oder hochzurechnen. Und das hängt davon ab, ob Sie als Verbraucher eine monatliche Abrechnung von Stromverbrauch und Stromkosten haben. Das hat man dann, wenn man über einen Lastprofilzähler oder ein Smart Meter, also eben eine monatliche Abrechnungsmöglichkeit, verfügt. Oder ob Sie eine Jahresrechnung bekommen, die Sie für das Jahr 2022 womöglich noch gar nicht bekommen haben oder zumindest nicht genau für diesen Zeitraum Februar bis September bekommen haben können, weil das ja eben nicht einmal ein ganzes Jahr ist. Daher haben wir im Berechnungsmodus die Formel Kosten für Februar bis September, die muss es dann eben geben, weil man monatliche Abrechnung hat, dividiert durch die verbrauchte Menge. Beim Hochrechnungsmodus nehme ich mir die Jahresabrechnung von 2021 her und muss mir aus dieser Jahresabrechnung 2021 dann den Verbrauch für 2022 hochrechnen. Und für den Durchschnittspreis sehen wir hier eben in dieser rechten Spalte, dafür gibt es jetzt auch üblicherweise keine gesonderte Abrechnung, sondern da müsste ich das anhand der Preismitteilungen des Energieversorgers feststellen oder bestätigen lassen, dass es tatsächlich im Förderungszeitraum auch zu einer Preiserhöhung gekommen ist.
Der Preisanstieg ermittelt sich jetzt ganz einfach durch die Subtraktion Durchschnittspreis 2022 durch Durchschnittspreis 2021. Dann erkennt man die Preiserhöhung. Und dann müssen wir noch die Verbrauchsmenge ermitteln. Wie gesagt, bei der Monatsabrechnung sind das einfach die Summe von diesen 8 Monaten, also diesen 8 Monatsabrechnungen. Und im Hochrechnungsmodus muss ich den Verbrauch des Jahres 2021, wobei das egal ist, ob das Jänner bis Dezember 2021 gelaufen ist oder ob ich unterjährig eine Abrechnung bekomme, weil es zum Beispiel von Oktober bis September, also von Oktober 2020 bis September 2021 gelaufen ist, dann rechne ich mir dort eben daraus ergibt sich jetzt ein Verbrauch für das ganze Jahr 2021. Das dividieren wir durch 12 und multiplizieren es mal 8. Und dann haben wir den Verbrauch im Förderungszeitraum 2022. Und für die förderungsfähigen Kosten mache ich dann noch diese Multiplikation. Das heißt Verbrauchsmenge mal Preisanstieg und das nochmal 30%. Und dann bin ich schon bei meiner Zuschusshöhe. Bei der Berechnungsstufe ist die Berechnung geringfügig anders. Jetzt nicht sehr stark anders, aber geringfügig, und das stelle ich da jetzt auch noch kurz dar. Die Untergrenzen gelten wie vorhin erwähnt, also 2000 Euro für die Basisstufe, also für die Berechnungsstufe 2, die bis 2 Millionen Euro geht. Bei der Stufe 3 dann eben 2 Millionen bis 25 und Stufe 4 25 bis 50 Millionen. Und bei Stufe 3 und 4, sage ich jetzt auch noch einmal dazu, die förderungsfähigen Kosten müssen sich auf mindestens 50% des Betriebsverlustes belaufen. Also der Betriebsverlust ist in diesen Fällen eine Voraussetzung, wobei wir da eine Monatsbetrachtung ansetzen können. Und die Förderhöhe sind in der Basisstufe 2 30% der Mehrkosten. Stufe 3 und 4 ist da jetzt nicht angegeben, war ich schon vorher erwähnt, da sind es 50% bzw. 70% der Mehrkosten. Aber die Berechnungsformel musste da jetzt schon auf eine Verdoppelung des Preises abstellen. Das sehe ich auch jetzt in dieser ungefähr in der Blattmitte und der Berechnungsformel auf Monatsbasis. Das heißt, ich muss den Monatspreis 2022 heranziehen. Und das Doppelte des Monatspreises im Vergleich, das Doppelte des Durchschnittspreises 2021 abziehen. So komme ich auf meine Preiserhöhung und multipliziere das jetzt für jedes Monat mit dem monatlichen Verbrauch und multipliziere das mit 30%. Eine Besonderheit in der Berechnungsstufe ist dann auch noch, dass der Verbrauch 2022 gedeckelt ist mit 70% des Verbrauchs 2021. Das heißt, man kann maximal für den entsprechenden Monat, den man da heranzieht, 70% des jeweiligen Vergleichsmonats fördern lassen. Eine Berechnungshilfe, das erwähne ich bei der Gelegenheit auch, weil es da eh steht, eine Berechnungshilfe steht in Form einer Excel-Datei auf der AWS-Homepage zur Verfügung. Und sonst, diese 6 Schritte sind grundsätzlich genau die gleichen wie in der Basisstufe, mit der einen Ausnahme, dass die Berechnung des Preisanstieges, also das ist der Schritt 3, dass wir dafür das Doppelte des Preises, des Durchschnittspreises 2021 heranziehen müssen. Nein, stimmt nicht. Eine kleine Korrektur. Im Schritt 4 gibt es auch noch eine Änderung, nämlich oder einen Unterschied. Wir haben da die Deckelung, die ich vorhin eh auch schon gesagt habe, eine Deckelung von 70% des Verbrauchs 2021 drinnen. Ja, das waren jetzt die Berechnungsmodalitäten. Jetzt komme ich dann zu den Bedingungen für diesen Energiekostenzuschuss. Da ist eine ganz wichtige Komponente, dass für jede Antragstellung eine Feststellung einer Steuerberaterin, einer Wirtschaftsprüferin oder Bilanzbuchhalterin erforderlich ist. Und diese Feststellung muss die folgenden Parameter ihres Antrages umfassen.
Zunächst einmal die Energieintensität des Unternehmens. Wie gesagt, falls zutreffend, wenn es unter 700.000 Euro Umsatz, wenn man unter 700.000 Euro Umsatz hat, dann ist eben diese Tatsache festzustellen. Weiters die angeschafften und verbrauchten Energieeinheiten im Vergleichszeitraum, dasselbe im Förderungszeitraum und die Preissteigerung und dann letztlich noch die Hauptbranche des Unternehmens über die üblicherweise oder laut Richtlinie über die Umsatzsteuererklärung, wo sie anzugeben ist. Das heißt, diese Dinge müssen Sie sich von Ihrer Steuerberatung auch dokumentieren lassen. Da gibt es einen Feststellungsbericht und am Antragsformular ist ein Unterschriftenfeld, wo die Steuerberatung dann auch eine Unterschrift leistet und damit festhält, dass dieser Feststellungsbericht vorliegt und nicht der Antragstellung entgegensteht. Für Stufen 3 und 4, wie gesagt, eher Nischenprogramme, also ab 2 Millionen Euro, ist auch das Vorliegen des Betriebsverlustes von der Steuerberatung festzustellen. Weiters gibt es dann noch folgende Voraussetzungen, ganz wichtig und auch in der öffentlichen Diskussion schon sehr stark thematisiert ist, dass die Energieeinsparungen, dass es verpflichtende Energieeinsparungen gibt. Das heißt, Unternehmen müssen sich zu diesen Energieeinsparungen verpflichten. Das läuft bis 31. März 2023 und da gibt es in der Richtlinie dann drei Punkte genannt, nämlich die Beleuchtung, die Heizung im Außenbereich und automatische Türen, die eben gewissen Einschränkungen unterworfen sind. Ab Stufe 3 ist ein verpflichtendes Energieaudit zu erstellen oder vorzulegen. Für alle Stufen gilt, Bonuszahlungen an Vorstände und Geschäftsführerinnen sind für das Jahr 2022 beschränkt, nämlich auf maximal 50% des Wirtschaftsjahres 2021. Eine ganz genaue Formulierung, wie man damit umgehen muss, erwarten wir noch. Und dann sind noch Verpflichtungen zum steuerlichen Wohlverhalten vorgesehen, also dass kein Missbrauch im Sinne der Bundesabgabenordnung und keine Finanzstrafen vorliegen. Letztlich noch ein wichtiger Punkt jetzt für alle Unternehmen, die kleinere Zuschusshöhen beantragen, nämlich bis 20.000 Euro. Für diese Unternehmen wird für die Antragstellung ein Kostenersatz von pauschal 500 Euro pro Antragstellung gewährt. Hier zur Veranschaulichung dann noch ein kurzes Beispiel genannt, viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich versuche es ganz kurz durchzugehen. Viele Folien kommen dann ohnehin nicht mehr. Ich fange mal kurz mit dem Treibstoff an. Also grundsätzlich haben wir die Berechnungsmodalität ohnehin schon beschrieben. Hier hätten wir ein Beispiel. Das Unternehmen hat 2021 60.000 Kilowatt Strom verbraucht und der Strompreis war damals 6,7 Cent pro Kilowattstunde. Wie gesagt, ist das der Arbeitspreis, also ohne Netzentgelte, Steuern etc. 2022 haben wir dann für den Zeitraum Februar bis September einen Stromverbrauch von 40.000 Kilowattstunden. Der Preis ist allerdings gestiegen, nämlich ganz beachtlich auf 29,9 Cent. Was machen wir jetzt damit? Wir nehmen die 29,9 Cent, ziehen die 6,7 Cent ab und sehen, es gibt eine Preissteigerung von 23,2 Cent. 30% der Zuschusshöhe ist, 30% dieser Preissteigerung wird als Zuschusshöhe anerkannt. Das ergibt da in der Multiplikation 6,96 Cent. Und diese 6,96 Cent multipliziert mit den 40.000 Kilowattstunden ergibt in der Basisstufe einen Zuschuss von 2.784 Euro. Dann haben wir noch das Beispiel Treibstoff. Wie gehen wir damit um? Beim Treibstoff gibt es eine geringfügige andere Berechnungsmodalität, weil wir dort für das Jahr 2021 als Vergleichspreis 60 Cent pro Liter in der Richtlinie festgelegt bekommen haben. Wir haben hier angenommen, 14.400 Liter wurden von Februar bis September 2022 verbraucht und der gestiegene Preis ist jetzt 1,12 Euro pro Liter. Achtung bitte, das ist jetzt auch der Nettopreis. Also
Da ist keine Mineralsteuer enthalten und auch keine Umsatzsteuer. Die Preissteigerung wären 52 Cent pro Liter und die Zuschusshöhe auch hier wieder 30%. 30% von den 52 Cent sind 15,60 Euro. Und wir multiplizieren auch da wieder die 14.400 Liter mal 15,6 Cent, Verzeihung, also 14.400 Liter mal 15,6 Cent und gibt 2.246 Euro. Und ein Gesamtzuschuss, sieht man rechts unten, wäre in dem Fall als Summe dieser beiden Energiearten 5.030 Euro. So, dann haben wir noch ein Beispiel für die Hochrechnung. Vielleicht jetzt wirklich noch in einer Minute. Wie machen wir es bei einer Hochrechnung, wenn ich also eine Jahresabrechnung für das letzte Jahr bekommen habe? Die hat 90.000 Kilowattstunden ausgewiesen. Das wären pro Monat, wenn man es durch 12 dividiert, 7.500 Kilowattstunden. Multipliziert mit 8 Monaten wären dann 60.000 Kilowattstunden, die wir als Verbrauch im Förderungszeitraum ansetzen dürfen. Und die Preissteigerung würde von 21 Cent auf 7 Cent, also insgesamt 14 Cent betragen. Von den 14 Cent kriege ich auch wieder 30%. Das sind also 4,2 Cent, sieht man unten in dem blauen Kästchen. Und 4,2 Cent mal den 7.500 Kilowattstunden mal 8 Monaten ergeben dann die 2.520 Euro Zuschusshöhe. Wir hätten dann auch noch ein Beispiel für die Berechnungsstufe 2. Das werde ich jetzt überspringen. Den zeitlichen Ablauf kann ich ganz kurz halten. Die Voranmeldungsfrist ist ja schon abgelaufen. Das heißt, es ist jetzt die Antragstellungsfrist im Gange. Da bekommen alle Unternehmen, die eine Voranmeldung abgegeben haben, in den nächsten Tagen, wenn sie es nicht schon bekommen haben, eine Verständigung, wann der tatsächliche Antragszeitraum läuft. Es haben alle Unternehmen in der chronologischen Reihenfolge ihrer Voranmeldungen jetzt unterschiedliche Beginnzeiten für die Antragstellung. Das Ende der Antragstellung ist für alle gleich, der 15. Februar. Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung, also es erfolgt eine Prüfung, stichprobenartig in den meisten Fällen mit ein paar Standardprüfroutinen und dann kommt es zu einer Auszahlung. Bei der Antragstellung ist wichtig, also den Block Voranmeldung lasse ich hier aus. Unten Antragstellung ist wichtig. Es kann nur ein einziger Antrag eingereicht werden. Nachbesserungen sind nicht möglich. Das ist ganz wichtig und da sind wir auch ganz streng. Der Antrag, wie gesagt, von der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Bilanzbuchhaltung mit zu unterfertigen. Also bitte rechtzeitig Kontakt aufnehmen und eine Berechnungshilfe gibt es bei uns auf der Homepage. Die besonders betroffenen Sektoren für die Stufe 4, das überspringe ich. Das kann man in der Richtlinie gut nachlesen. Das wird nur ganz, ganz wenige große Antragsteller betreffen. Und hier haben wir noch meine Kontaktdaten. Ich darf Sie einladen. Jetzt wird es noch eine Fragerunde geben, zu der ich natürlich auch herzlich einlade und noch zur Verfügung stehe. Und wenn es darüber hinaus Fragen gibt oder wenn wir Fragen, die sich dann noch ergeben, bitte unter energiekostenzuschuss@aws.at. Dort kann man das schriftlich stellen. Es gibt auch eine Telefonhotline, die ist allerdings sehr stark frequentiert momentan. Und insbesondere komplexere Fragen empfiehlt sich natürlich, das auch schriftlich zu klären. Aber die Telefonhotline, wenn man eine eher einfachere Frage hat oder der Meinung ist, eine Frage kann kurz beantwortet werden, dann gibt es auch unsere Hotline natürlich, die zur Verfügung steht. Gut, dann herzlichen Dank und dann darf ich an Sie, Herr Dr. Kronberger, zurückgeben und die Fragerunde eröffnen. Herr Magister Schönecker, herzlichen Dank für die Information. Mit ganz leichter Kost haben wir es ja hier nicht zu tun. Also vor diesem Hintergrund ist natürlich klar, dass wir jetzt noch ein paar Fragen haben.
Es ist, Sie haben es zwar schon gebracht in Ihrem Vortrag, aber nochmal, vielleicht könnten Sie es nochmal bringen. Die Kosten des Steuerberaters, werden die ersetzt? Ich glaube, da gab es eine Schwelle. Und sind die Bestätigungen des Steuerberaters für jeden Antrag notwendig? Also ich fange mit der zweiten Frage zuerst an. Ja, die Bestätigung oder die Feststellungsleistung, das ist der Terminus, den die Steuerberater dafür verwenden, die ist wirklich für jeden Antrag, egal ob das jetzt ein Antrag über 2.200 Euro oder über 20 Millionen Euro ist, diese Feststellungsleistung ist für jeden gleichermaßen erforderlich und alle müssen also sich vom Steuerberater das feststellen lassen, nämlich wie hoch war mein Verbrauch tatsächlich und wie hoch ist meine Preissteigerung. Also das brauchen alle. Und für die Zuschusshöhen, für die beantragten Zuschusshöhen bis 20.000 Euro steht für alle pauschal eine 500 Euro Unterstützung oder 500 Euro Zusatzzuschuss zur Verfügung, die eben diese Kosten der Antragstellung abdecken müssen. Beantragen müssen sie das nicht, das ergibt sich automatisch. Eine weitere Frage, die ich stellen darf, die Berechnung des Produktionswerts, das ist immer wieder jetzt schon aufgetaucht, also das ist ja keine Trivialität. Da haben wir jetzt eine Frage bei der Auslegung der Käufe von Waren und Dienstleistungen zum Wiederverkauf. Sind da jetzt nur inbegriffen Handelswaren oder sind da beispielsweise auch Vorprodukte wie Fleisch zur Wursterzeugung dabei? Da sind ausschließlich Handelswaren dabei, das heißt Waren, die ohne eine Weiterverarbeitung oder eine maßgebliche Veränderung weiterverkauft werden. Das heißt, ein Wareneinsatz für Produktionsbetriebe ist davon explizit nicht umfasst. Das heißt, es geht wirklich nur um Handelswaren, also Waren, die unverändert weiterverkauft werden. Okay. Dann, wir haben die Frage, ein Betrieb ist in ein Bürogebäude eingemietet. Wer beantragt jetzt? Ist es der Mieter oder der Vermieter? Beantragen muss derjenige oder das Unternehmen, das den Strom auch tatsächlich verbraucht. Und das wird dann wohl in den meisten Fällen der Mieter sein. Das heißt, wenn der Mieter den Strom zahlt, weil er ihn selber verbraucht, dann ist auch der Mieter der Antragsteller. Irgendwie logisch, ja, das kann man nachvollziehen. Dann weitere Frage, die Energiekosten in den Betriebskosten enthalten sind, wie muss man dann beantragen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Grundsätzlich brauchen wir für alle Anträge einen Nachweis über die Kosten. Wenn der in den Betriebskosten enthalten ist, dann kann man auch keinen Energiekostenzuschuss beantragen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine individuelle Abrechnung des Stromerzeugers. Da ist ja ohnehin auch der Steuerberater zwischengeschaltet, der muss das ja dann auch prüfen, oder? Ist das richtig? Der muss es ja bestätigen. Das auch prüfen und wenn der keinen Stromverbrauch oder keinen Energieverbrauch prüfen kann, weil das eben in der Miete drin ist, dann kann er das also nur als Mietaufwand verbuchen und dann ist das auch nicht von einem Zuschuss umfasst. Okay. Nächste Frage. Können auch Energiekosten, die Lieferanten weiter verrechnen, angesetzt werden? Nein, können sie nicht. Es können nur Energiekosten, die im Unternehmen selbst Energie, die im Unternehmen selbst verbraucht wurde, angesetzt werden. Also wenn Lieferanten ihre Energiekosten weitergeben, dann ist das nicht Gegenstand des Energiekostenzuschusses. Den kann dann allenfalls der Lieferant beantragen. Auch hier wieder die Daumenregel, es ist immer der eigene Verbrauch, der hier entsprechend gefördert werden kann. Nur der eigene Verbrauch. Mhm. Eine Frage, die ganz harmlos klingt, aber es vermutlich ein bisschen in sich hat. Wie geht man mit einer Umgründung im Jahr 2021 um? Das ist natürlich wirklich nicht so einfach. Also die Regelung gilt, wenn es sich um einen wirtschaftlich vergleichbaren Betrieb handelt, dann kann der trotzdem einen Antrag stellen, beziehungsweise 2021 geht ohnehin noch ein bisschen leichter, aber man braucht natürlich eine Abrechnung. Wenn ich jetzt
einen Betrieb übernehme, dann ist es zulässig, die Abrechnung des Vorgängerbetriebes heranzuziehen, unter der Voraussetzung, dass gewährleistet und auch in gewisser Weise nachgewiesen ist, dass es sich dabei wirklich um die Fortführung dieses dann im Idealfall untergegangenen Betriebes handelt. Und gegebenenfalls oder notfalls muss man vom ursprünglichen Unternehmen eine Bestätigung einholen, dass die nicht auch einen Energiekostenzuschuss beantragen kann. Aber wir stellen auf einen wirtschaftlich vergleichbaren Betrieb ab, der dann am selben Standort fortgeführt werden kann, auch wenn es jetzt grundsätzlich eine Neugründung bzw. halt einen neuen Eigentümer gibt. Okay, das heißt, da wird man dann in sich im Einzelfall das anschauen müssen. Dann haben wir die Frage Unternehmen mit mehreren Filialen, Beantragung pro Filiale oder für das Unternehmen. Das ist, glaube ich, in Ihrem Vortrag heute schon mal durchgeklungen. Genau, also wichtig ist, dass eine Antragstellung kann nur von einem Unternehmen erfolgen. Eine einzelne Filiale kann keinen Antrag stellen. Das heißt, es muss ein rechtsfähiger Betrieb sein und ein Unternehmen mit mehreren Filialen muss als Ganzes für alle seine Filialen beantragen. Achtung, nicht für alle seine Tochtergesellschaften. Also alles, was eine eigene Rechtspersönlichkeit hat, muss auch selbstständig beantragen. Was wie eine Filiale keine eigene Rechtspersönlichkeit hat, da muss die Antragstellung eben über diese Rechtspersönlichkeit erfolgen. Dann haben wir eine Detailfrage zu den Treibstoffkosten. Wie sind Treibstoffkosten anzugeben, wenn die Rechnung nur die Umsatzsteuer enthält, aber nicht sonstige Abgaben, war mal die erste Frage. Die zweite Frage dazu, gibt es dazu Berechnungshilfen? Ja, also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Man muss die einzige Steuer, die herauszurechnen ist, neben der Umsatzsteuer, ist die Mineralölsteuer und die muss man sich separat herausrechnen. Das ist momentan relativ leicht, weil es da eine klare Angabe gibt. Die Mineralölsteuer liegt für den Liter Diesel derzeit bei 39,7 Cent und für Benzin bei 48,2 Cent. Und das ist dann noch von dem Nettopreis abzuziehen. Das heißt, ich nehme den Bruttopreis, der vielleicht 2 Euro beträgt, dividiere das durch 1,2 und ziehe dann noch die beispielsweise 48,2 Cent für Benzin ab. Und so komme ich zu meinem Nettopreis. In unserem in unserer Berechnungshilfe, wir haben so ein Excel-Berechnungstool, dort ist es sogar so vorgesehen, dass Sie den Bruttopreis eingeben dürfen oder eigentlich in dem Fall dann auch müssen. Und diese zweistufige Berechnung wird dann vom Excel vorgenommen. Ist zwar simpel, aber vielleicht ein bisschen eine Erleichterung. Dankeschön. Ein Fahrzeug wird auch privat genutzt. Wie gibt man hier die Treibstoffkosten an? Wie funktioniert hier die Abgrenzung? Also die Abgrenzung funktioniert nur dann, wenn es vom Steuerberater auch eine Abgrenzung gibt. Also Fahrzeuge, die gemischt genutzt werden, da muss ja im Jahresabschluss bzw. in der Einnahmenausgabenrechnung auch eine Abgrenzung erfolgen und genau dieselbe wird dann auch für die Anerkennung herangezogen. Es können natürlich nur die betrieblich verbrauchten Treibstoffe herangezogen werden, der private Verbrauch nicht. Eine Firmengruppe, also eine Gesellschaft, kauft Energie für die ganze Gruppe ein und verteilt dann auf die einzelnen Unternehmen. Wer beantragt hier? Ja, also das ist ganz wichtig zu beantragen. Beantragen muss das Unternehmen, das die Energie auch tatsächlich verbraucht. Das heißt nicht oder keinesfalls die Holdinggesellschaft, wenn die das an die Tochtergesellschaften weitergibt oder weiterverkauft, sondern nur das Unternehmen, also die Tochtergesellschaft, die dann tatsächlich den Energieverbrauch hat. Die Besonderheit dabei ist, dass wir dann uns auch den Preis ansehen, den die für die Gruppe einkaufende Gesellschaft bezahlt hat, um zu verhindern, dass da Aufschläge gemacht werden und bezuschusst wird dann eigentlich ein Preis plus internem Aufschlag. Also wir würden dann nur den externen Preis für die Zuschussermittlung heranziehen. Okay, auch dafür gibt es eine Regelung. Jemand hat ein Büro im Privathaus. Wie wird hier abgerechnet?
Hier gilt das Gleiche wie für die, wie für privat genutztes Fahrzeug. Also wir haben hier ein teilweise privat und teilweise betrieblich genutztes Gebäude. Auch da ist vom Steuerberater eine Abgrenzung vorzunehmen. Das funktioniert ja üblicherweise dann über Quadratmeter. Und dieser Aufteilungsschlüssel ist dann auch für die Energiekosten heranzuziehen. Dann haben wir noch die Frage nach den Ausschlusskriterien bei den einzelnen Sektoren. Sie haben ja vorher schon eine Folie gebracht. Ganz konkret sind Hausverwaltungen, Hauseigentümer oder Makler jetzt als Förderwerber zugelassen oder ausgeschlossen? Die Versicherungsmakler sind nicht ausgeschlossen. Das heißt, die Dienstleistungen im Realitätenbereich sind nicht ausgeschlossen. Das heißt, ein Versicherungsmakler kann einen Antrag stellen. Die Hausverwaltung kann genauso einen Antrag stellen. Der Hauseigentümer kann keinen Antrag stellen. Der fällt dann tatsächlich unter dieses Realitätenwesen. Gut, wir kommen jetzt schon zum Ende. Daher darf ich jetzt mit der letzten Frage an Sie herantreten. Wir haben jetzt gesehen, dass es eine Förderuntergrenze gibt von 2000 Euro, sowohl für die Stufe 1 als auch für die Stufe 2, wie ich den Folien entnehmen konnte. Jetzt gibt es aber natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, die unter diese Fördergrenze von 2000 Euro fallen. Und da wurde ja angekündigt, dass es eine Pauschalförderung eben unter dieser Grenze geben soll. Was wissen wir schon dazu? Was können Sie uns dazu schon sagen? Kann ich Ihnen leider noch nicht mehr sagen, außer dass das im Gespräch ist. Aber wir sind da als AWS nicht involviert oder bis jetzt noch nicht involviert und können da keine Aussage darüber treffen, ob sowas kommt und wenn es kommt, dann wann. Also dazu leider haben wir leider keine weiterführenden Informationen. Gut, da müssen wir uns leider noch ein bisschen in Geduld üben. Jetzt sehen wir noch eine Reihe von Fragen, die wir jetzt zeitlich nicht mehr abarbeiten können. Da dürfen wir vermutlich so verbleiben, dass wir versuchen, so gut es geht, zu schauen, wenn diese Fragen noch nicht in den FAQ eingearbeitet sind und sie wesentliche Auskunft sind, dass wir sie noch einarbeiten, dass Sie allenfalls auch noch die Möglichkeit haben, eben als Förderwerber noch Auskunft zu ersuchen, direkt bei der AWS-Hotline oder eine E-Mail zu schicken. Das, glaube ich, ist ein Modus sozusagen, der für Sie auch gut ist, nehme ich an. Sehr gern. Die Steuerberatungen sind grundsätzlich auch ganz gut informiert. Das heißt, man kann natürlich zuerst mit dem Steuerberater Kontakt aufnehmen, aber wie gesagt, unter dieser E-Mail-Adresse und dann für einfachere Fragen oder schneller zu beantwortete, auch unter der Hotline stehen wir natürlich zur Verfügung. Erwarten allerdings einen starken Ansturm, also könnte es sein, dass die Beantwortung dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ja, Herr Magister Schönecker, ich darf mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Wie auch schon gesagt, dieses Webinar wird aufgenommen und steht dann auf der Website zur Verfügung. Und ich darf dann mit der Hoffnung schließen, dass es noch einen Energiekostenzuschuss 2.0 geben wird und würde mich freuen, wenn Sie dann noch einmal sozusagen auch für diesen dann für ein Webinar zur Verfügung stehen würden. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das ist mir klar. Und in diesem Sinne darf ich einen schönen Nachmittag wünschen und mich bei Ihnen nochmal bedanken und auch bei den Zusehern nochmal bedanken und darf auch noch ein schönes Wochenende wünschen.